begin to show. So, hallo und herzlich willkommen bei Denitiv Gaming. Heute hat Microsoft, ganz still und heimlich, praktisch niemand hat's mitbekommen, eine neue Smartwatch auf den Markt geworfen. Das ist auch der Grund, wieso ich diese, ich sag mal, News mache, weil es hat einfach fast niemand gemerkt. Zack, da ist sie. Ich persönlich finde das von Microsoft ziemlich dumm, weil sie können sich ja eigentlich nicht erlauben, hier ein Gerät auf den Markt zu hauen, was, ihr werdet es gleich sehen, relativ geil ist, und das nicht zu promoten. Keine Keynote hier, nicht groß angekündigt vorher. Nein, einfach hier, bitteschön. Wer einschlägige Foren betrachtet, der hat's vielleicht gemerkt. Ansonsten nicht. Aber der Hammer kommt ja noch. Ihr denkt jetzt, das ist nur für Microsoft-Produkte. Nein! Das ist auch für iPhone und Android und natürlich Windows Phone. Aber alle, und damit sagt Microsoft einfach, fickt euch. Ja, gucken wir uns mal an. Hier, ich persönlich finde sie optisch sehr, sehr geil. Ich habe natürlich auch ein Windows Phone, deswegen bin ich mit dem UI und dem Oberflächendesign schon vertraut und gefällt mir. Aber ich meine jetzt vom Äußerlichen. Sie ist sehr dünn und flat, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr hübsch. Was kann sie? Sie ist zum Wichtigsten, zum Großteil ist sie eine Fitnesswatch. Also sie hat unglaublich viele verschiedene Sensoren, mit denen sie in der Lage ist, natürlich Pulsüberwachung, also ein Herzschlagmonitor, der natürlich die komplette Zeit überwacht. GPS hat sie. So kann sie natürlich ein Step-Tracker, also wie viele Schritte wir machen, wenn wir joggen gehen, rennen, Kalorienverbrauch, wie lang schlafen, wie gut. Und natürlich hat diverse Programme, die Microsoft da mitliefert, um hier sein eigenes Workout zu stellen. Wie heißt das eine Programm, was Microsoft hier... Genau, Health Vault. Ist ein ihr Fitnessprogramm, mit dem man auch eigene Fitnesspläne austauschen kann und mit Leuten teilen. Ist auf jeden Fall krass. Die Uhr kann natürlich nicht nur die Uhrzeit anzeigen. Wow, wer hätte es gedacht? Oder Fitness-Tracking machen. Sie funktioniert auch, und jetzt kommt's, mit Android, Windows Phone und iPhone, und kann, ich weiß aber nicht, inwiefern alle Funktionen auch mit den anderen Betriebssystemen funktionieren. An sich soll sie angeblich hier Text-Message, Facebook-Messenger, Timer, Stopwatch, Anrufe können, genauso wie verschiedene Modi im Handy ändern, wie Bluetooth, WLAN und Do Not Disturb Scheiße. Genauso kann sie Kalender-Notifications, E-Mail, andere Notifications, Wetter, Twitter kann sie sogar. Es gibt auch irgendwie einen Support, Starbucks hat da schon eine App, Runkeeper, MyFitnessPal haben alle schon Support für. Und was auch richtig geil ist, Cortana. Ja, ich kann da sozusagen mit meiner Uhr sprechen, und der Cortana, wer sie kennt, weiß natürlich, was Cortana kann. Cortana kann, also, so wie Siri und natürlich Google Now, Termine entgegennehmen, Anrufe tätigen, Musik spielen, Reminder erstellen, auch ortsbezogene Reminder. Es ist krass. Es ist richtig krass. Und ja. Was sind die Spezifikationen? Sie hat
100 MHz Akku hört sich jetzt nicht viel an, aber soll angeblich 48 Stunden bei normaler Benutzung halten. 320 x 106 Pixel TFT Display. Ja, funktioniert wohl bis auf 12.000 Meter, normale Angaben bei so einer Technik. Dann soll es auch staub- und spritzwasserfest sein. Und hat Bluetooth, ein Mikrofon ist natürlich nötig für Cortana, klar, ein Mikrofon. UV-Sensor habe ich noch gar nicht erwähnt. Skin Temperature, Gyroskop, Accelerometer. Galvanic Skin Response, ich weiß nicht, was das sein soll. Habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Und geladen wird das Ding mit einem Magnetanschluss. Ähnlich wie bei der iWatch oder Apple Watch oder MacBooks oder auch dem Surface hat auch so einen Magnetanschluss, ne? Ja, geiles Ding. Das war's, was ich jetzt erstmal dazu sagen konnte. Wie gesagt, ich finde es krass von Microsoft, das nicht besser zu promoten. Was haltet denn ihr davon? Findet ihr das Ding geil? Findet ihr es unnötig, dass da jetzt noch eine Smartwatch auf den Markt kommt? Oder sagt ihr, wow, krass, endlich eine Smartwatch, wie sie sein sollte? Nicht nur für einen Hersteller. Ja. Haut in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Und don't forget to subscribe.